Janosch wieder für euch am Start. Ja, heute mal wieder mit einem Unboxing, Freunde. Und ich habe gerade erst das Little Nightmare Unboxing zu Ende gedreht, Freunde. Da klingelte es auch schon an meiner Tür, Freunde. Und der Postbote war da, beziehungsweise der gute Hermes Mensch war da und hat mir die Wii Switch gebracht, Freunde. Und ja, einfach so. Und die packen wir jetzt gleich mal aus. Da gehen wir natürlich rüber an meinen Schreibtisch. Hier ist noch alles aufgebaut. Hier seht ihr noch die Tageslichtlampe und so. Aber juckt euch ja nicht. Ihr wollt jetzt die Switch sehen. Und ja, schön im dezenten Grau gehalten das Teil. Wir packen das Teil jetzt aus. Kommt mal mit rüber zu meinem Schreibtisch. So, Freunde. Da sind wir an meinem Schreibtisch angekommen. Und hier werden wir das Unboxing einfach mal vollziehen. Ja, das ist das gute Stück. Die Wii Switch. In Grau, schön dezent, weil die wird hier nicht an meinem Tisch stehen, sondern die wird ins Wohnzimmer kommen. Ist eher so eine, wird so als Familienkonsole gehalten, das gute Teil, Freunde. Und ja, ich würde sagen, wir packen sie einfach mal aus. Ne? Machen wir. Gut. So, wo geht das auf? Da geht das gute Stück auf. Zick. Hier haben wir schon mal schöne Starteranleitung, was zu tun ist, was zu machen ist, Freunde. Ja, erstmal nicht so wichtig für unser Unboxing, Freunde. So, hier haben wir den Karton schon mal geöffnet. Zack. Ja, finde ich ganz mutig. Also dafür, dass das Ding so ein Display hat, dass man das direkt hier oben anordnet, ist schon mal so erster Kritikpunkt, finde ich. Hätte man irgendwie sicherer machen können oder nicht. Womit fangen wir an? Ich sage, würde mal sagen, wir nehmen erstmal hier diesen Controller raus und ja, das sollen sie sein. Leider hat es bei unserer Bestellung nicht geklappt, dass wir noch einen Pro-Controller mitbestellen konnten. Der war da ausverkauft, aber mittlerweile gibt es die wohl wieder. Und ja, da werden wir uns dann noch einen gönnen. In der Zwischenzeit werden wir uns erstmal mit diesen, weiß ich nicht, was das werden soll, Dingern aufhalten. Ja. Beziehungsweise, wenn wir dann zu zweit spielen, muss halt jeder mit so einem kleinen Moped umgehen können, Freunde. So, hier haben wir das gleiche nochmal. Etwas anders angeordnet. Ich weiß nicht, ob das zum Vorteil oder zum Nachteil wird. Wenn man das. Naja, auf jeden Fall, ihr wisst, wie ich meine. So, hier kommen wir zum Herzstück des Ganzen. Ich hätte die Controller auch mal eben auspacken können, Freunde. Ist ja auch ein Unboxing, ihr seht ja hier. Auf jeden Fall schöne Haptik, fühlt sich gut an bis jetzt so. Ja. Ah, okay, die Sticks kann man auch drücken. Ja, das ist ganz fein, das ist ganz solide. Das gefällt mir. Ja. So, den anderen packen wir auch mal auf, Freunde. Das gute Ding. Wofür jetzt hier jeder Knopf ist, Freunde, ich kann es euch noch nicht erklären. Es ist ja auch, ja. Mal wieder ein spontanes Unboxing. Aber das sind ja auch immer die echtesten, sag ich mal, Freunde. So, ja. Den legen wir auch mal darüber. Dann nehmen wir das gute Teil hier. Packen wir es mal aus. Zack. Ja, guck mal, da seht ihr mich schon mit Ketten so. Grüßt euch rein. Ja. Da kommen die Mopeds reingesteckt. Ich habe mir ja sagen lassen, mittlerweile ist ja bekannt, dass man sehr, sehr gut aufpassen sollte, wie rum man die Teile da reinsteckt. Und ja, ich möchte da jetzt auch nichts verkehrt machen, aber ich schätze mal, dass das immer nach oben kommt. Ja, ich hoffe es zumindest. Ich denke ja, plus, minus, so. Ich denke mal, das Ganze wird dann hier reingesteckt. Okay, okay. Das Ganze machen wir dann hier auch nochmal. Ging jetzt ganz leicht. Und ich glaube, auch so gehört das Ganze schon. Fühlt sich schon mal gut an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so als Handheld, sagt man das so? Ist es auf jeden Fall nice. Gefällt mir gut. So, was haben wir hier oben? Hier oben kann eine Gamecard rein. Was soll das sein? Ist das das Spiel? Kommt das Spiel da rein? Hm. Weiß ich noch nicht, Freunde. Ich bin bei Nintendo etwas raus. Das letzte Gerät, was ich von Nintendo hatte, war ein Nintendo 64, Freunde. Und
Das ist schon ein bisschen länger her. Ja, ich will jetzt auch nichts kaputt machen. Ich weiß noch nicht genau, wie das hier funktionieren soll. Aber hier kann man auf jeden Fall was aufklappen. Und zwar so. Ja, alles klar. Hier kommt eine Micro-SD-Karte rein. Hier vorne, Freunde. Und da oben dann hat die Game-Karte. Das ist ja dann halt nicht mehr auf CD, sondern auf Kärtchen, ne? Das Game. Hier oben Belüftung. Da haben wir Anschluss für den Kopfhörer. Ich verstehe nicht, warum der oben ist. Naja, hier unten, also hätte ich ihn persönlich besser gefunden, aber wahrscheinlich wird das schon alles so seine Gründe haben. Hier haben wir laut und leiser, Freunde, und hier den An- und Ausknopf. Haben wir hier nur sonst noch irgendwelche Knöpfe am Start? Nee, eigentlich nicht. Dann haben wir halt hier noch das Moped zum, ja, den USB-Anschluss, ich denke mal auch für die Station, Freunde. Okay. Sieht schon mal nice aus. Das Geklicke. So, das Teil stellen wir mal darüber. Das sieht doch schon nice. Das sieht richtig gut aus. So, dann packen wir mal weiter aus. Also hier ist nichts drin, was kaputt gehen kann, oder was? Ne? Da ist also nichts mehr drin. Ah, fuck off. Ich stelle es einfach beiseite. Weg damit. So, hier haben wir die Moped-Dinger, dass wir da zocken können, wa? Diese kleinen. Verstehst du, was ich meine? Diese, ja, Schlitten, Endstücke, Gedöns. Hier das Ganze nochmal. Kommt dann da auf die Stick-Dinger drauf, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie die abgehen. Ah, ganz leicht. Einfach, okay, einfach hier den Knopf drücken. Und dann geht das ganz easy von alleine ab. Und man kann das dann hier drauf schieben. Hier muss man allerdings aufpassen, dass man da Plus zu Plus und Minus zu Minus. Und ja, habe ich hier zweimal Plus oder wie? Never. Das kommt so. Okay. Und hier, Freunde, der Super-GAU. Nee, doch, da haben wir es. Plus, plus, minus, minus. Ah, okay, die kann man umdrehen. Ha, ich dachte schon, die hätten mir verkehrten Schmuck mitgegeben. Und dann soll ich so zocken, oder wie? Ja, okay. Das probieren wir dann irgendwann mal aus. Wenn es soweit ist, Freunde. So, was haben wir denn hier Gutes? Ah, genau, hier kann man sich dann seinen Switch-Controller selber basteln. Dafür muss ich das mal wieder abnehmen. Und da ich das ja richtig rum drauf gesteckt habe, okay, geht es auch wieder ganz leicht ab. Easy, alles klar. Also da echt immer aufpassen, weil da war eins dieser... Ja, geht. Alles klar. So. Und der soll dann wieder hier rein, oder? Zack, und der hier, zack, ja doch, ist jetzt, naja, ist okay, sag ich mal, oder? Also man wird damit schon spielen können, das geht schon, ist jetzt nicht der Oberburner von einer, irgendwie so, ne, hat ein bisschen was vom Xbox One Controller, ist ein bisschen staubig, Freunde, so von der Anordnung her jetzt, ne, also von den Pinöppels und so, ne. Haben sie sich da ein bisschen inspirieren lassen. Aber ist okay. Ja doch, so kann man spielen. Also für alleine, wenn man jetzt keinen Controller hat, geht das. Ich weiß, also sage ich jetzt mal so salopp. Mal eben so auf kurz. So, was haben wir hier? Zack, zack, zack. Was ist hier drin? Was ist hier? Okay, HDMI-Kabel finde ich cool. Habe ich zwar noch 10 Stück, aber... Und hier haben wir das Netzteil, Freunde. Da ist das Netzteil. Ja. Auch nice. Ja, Netzteil halt. Wow, was soll ich euch dazu sagen? Gibt Strom. Und jetzt kommen wir zu dieser Docking Station. Wir ziehen das mal raus. Und ich mache mal ein bisschen Platz hier. So. Und da kann man das ganze Zeugs dann reinstecken. Ja, was haben wir hier?
Hier haben wir USB. Okay. Und da haben wir AC-Adapter, USB und HDMI-Out. Seht ihr das? Ich weiß nicht, spiegelt sich das? Da, guckt. Ja, kommt das ganze gute Ding da rein. Ich mache hier, nehme das Teil nochmal auseinander oder kann man so einfach so da reinstecken, wa? So. Das Einzige, was wir jetzt vergessen haben, ist uns ein... Okay, das passt jetzt schon. Das kann man auch so da drin stehen lassen schon. Also das wäre so... Quasi so wird es dann auf dem Wohnzimmertisch stehen, ach, beziehungsweise auf dem Wohnzimmerschrank stehen, Freunde. Und wenn man dann sich irgendwann mal die Pro-Controller organisiert hat, die gar nicht so günstig sind, also bei mir soll es eigentlich keine Konsole werden, mit der ich unterwegs bin, sondern das soll eigentlich so eine feste Home-Konsole bleiben. Die soll an ihrem Platz stehen und dann ist gut. Ja. Hier kann man das gute Stück wieder rausziehen. Sollte man aber mit Vorsicht genießen, habe ich mir hier sagen lassen. Weil angeblich macht das wohl Kratzer, wenn man das rein und raus zieht oder nicht so vorsichtig rein und raus packt. Und ja, das wollen wir ja nicht. Also wie gesagt, ich werde mir auf jeden Fall noch hier eine Folie besorgen. Die kommt hier drauf. Und dann ist das Ganze ja schon gut geschützt, sage ich mal. Wobei es bei uns ja sowieso nicht mit nach draußen kommt, das gute Teil, sondern ist dann hier für den Home-Bedarf gedacht, Freunde. Ja, hier haben wir diese Schlitten, damit man oben die Knöpfels, also die Knöpfe noch drücken kann, benutzen kann. Hier haben wir das. Das Netzteil, ein HDMI-Kabel gab es dazu und hier diesen Adapter zum Controller selber bauen. Do-it-yourself-Controller, gedingst, irgendwas. So, ja. So, zur Konsole selber kann ich euch jetzt nichts sagen, aber wie gesagt, das ist ja auch ein Unboxing und ja, mehr war nicht drin, Freunde. Bedienungsanleitung noch. Soll ich euch die jetzt auf Südkoreanisch vorlesen oder? Nein, brauchen wir nicht. Wir gucken ihr Bildchen. Den Rest wissen wir schon, Freunde. Ich werde das Ding jetzt ausprobieren und ja, dann werde ich das Video hier schneiden, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, welche Konsole würdet ihr euch holen? Eher die bunte oder die graue, wenn ihr Interesse an der Konsole habt. Und ja, könnt ihr mir euer Fazit, falls ihr diese Konsole schon besitzt, einmal in einem kurzen Text unten reinkloppen, Freunde. Und wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde. Ihr seid jetzt wieder auf dem Laufenden, was hier beim Dennosch am Start ist. Eins hätte ich noch vergessen, Freunde. Eins hätte ich beinahe noch vergessen. Einen Moment. Wir machen einen kleinen Schnitt. Wir haben einen kleinen Schnitt gemacht, Freunde, und... Mario Kart 8 am Start, Freunde. All inclusive. Unboxing. Mario Kart 8 auf den Nacken, Freunde. Ja, das wird mein erstes Game für diese Konsole sein, Freunde. Tja. Also, zum Zocken ist auch was da und ich denke mal, da werde ich auf jeden Fall mal eine gute Folge aufnehmen. Mario Kart, habe ich Bock drauf. Ne? Sag ich euch mal so. Auf jeden Fall, Freunde. Ne? Alles klar, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennosch. Peace, Freunde. Bam. Boom, bam.